Ah, der perfekte Tag zum Trainieren. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Phantasia. Nein, Quatsch. Ja, aber was ist wohl mit der Kleidung von Jude los? Ja, ich habe ihn jetzt hier das DLC-Kostüm ausgerüstet, was man in der Collector's Edition dazu bekommt. Ja, und das gleiche habe ich auch für Mila gemacht, allerdings von dem Hauptcharakter aus Tales of Destiny, Stan, glaube ich, heißt er. Und er hatte die Kleidung von Cress aus Tales of Phantasia. Ja, da wir in der letzten Folge gnadenlos fertig gemacht worden sind von diesen komischen Regenbogenschmetterlingen, werden wir jetzt grinden. Zack. Da, und da ist das Kostüm von Mila. Schön, wa? Werde ich euch auch noch mal zeigen, indem ich die Steuer. Ja, in der Folge wird jetzt absolut nichts passieren. Das kann ich schon mal sagen. Hier wird einfach nur gegrindet. Und ja, um die Sache ein bisschen interessanter zu machen, habe ich einfach mein Kostüm ausgerüstet. Warum denn auch nicht? Ja, und Musik. Ich versuche gerade zu hören, was das für eine Musik ist. Hey, danke. Ich habe schon dieses einen Gericht, was wir in der letzten Folge gekauft haben, ausgerüstet. Ja, okay. Ja, hat man gesehen. Das heißt, nach jedem Kampf bekommen wir 15% mehr Geld und Erfahrungspunkte. Und ja, in der Folge werden wir einfach nichts anderes machen, außer zu kämpfen. Also macht euch schon mal bereit. Ich versuche ja, das hier so schnell wie möglich alles zu erledigen. Also, ja, ich gebe mein Bestes einfach. Aber versprechen kann ich natürlich wie immer nicht, weil in solchen Sachen bin ich sehr begrenzt. Ja, was soll man machen? Ich will ehrlich gesagt nicht so was wie Trainingseinheiten hier rausschneiden, weil man kann immer irgendwie Titel bekommen oder Skits aktivieren und ich kann ja schlecht irgendwie den Skit, keine Ahnung, 20 Minuten lang da stehen lassen, während ich hier am Trainieren bin. Ich hoffe, 15 Minuten Training werden schon ausreichen. Aber naja, werden wir ja sehen. Ein Gericht wird auf jeden Fall ein bisschen helfen. Ein paar Sachen werden wir einsammeln, damit wir die Shops wieder aufleveln können und so weiter und so fort. So, und jetzt möchte ich mal Milas Kostüm zeigen. Was so aussieht. Sie hat zwar die Klamotten eines Mannes auf, aber was soll's. Ihre Kleidung konnte man, ihre Haare konnte man auch ändern, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Weil bei jedem Kostüm kommt nicht nur das Kostüm, sondern auch eine Frisur dazu. Das hätte man auch so machen können. Aber bei ihr sehe ich irgendwie keinen Unterschied. Nur hinten sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber naja. Egal, wir sind jetzt hier nicht hier, um, keine Ahnung, Sachen zu erklären. Wir sind hier, um zu grinden. Und wo ist verdammt noch mal der Bereich, den ich geöffnet habe letztens mit Rowan? Ach, da oben wahrscheinlich. Ja, viel könnt ihr euch aus dieser Folge nicht versprechen. Ich werde den Titel dieser Folge wahrscheinlich irgendwie Filler-Folge oder so nennen oder Platzhalter-Folge oder was weiß ich. Und wieder andere Kampfmusik. Da finde ich gut, dass sich die Kampfmusik auch immer ändert. Dann hat so was Besonderes. Ich hoffe, die Kampfmusik ändert sich auch so irgendwann im Laufe des Spiels, wie in jedem Tales of Spiel. Mein Tales of Grace hat ja bestimmt irgendwie 7 oder 8 verschiedene Kampfmusiken. War ja brutal, Mann. Ich hoffe wirklich, das wird reichen hier. 15 Minuten. So. 5 Minuten erst. Schneller gehen. Ich bräuchte etwas, womit die Gegner wieder respawnen, dann wird das schneller gehen.
Aber ich fürchte, dieser Luxus steht uns nicht zu. Ich werde natürlich nicht die ganze Dungeon dann hier nochmal durchspielen. Ich werde dann irgendwann offscreen zu diesem einen Ort gehen, ohne irgendeinen Kampf hier zu provozieren. Wenn ich in einem provoziert werde, dann fürchte ich einfach. Und ja, ganz einfach. Und irgendwie spiele ich 1 Million Mal besser als sonst. Kann das sein? Ich verstehe nicht wieso. Ich setze wohl öfter die Dinge ein. Kann das sein? Als wären sie Partner. Also Chris und Stan. Ja. Tales of Phantasia habe ich übrigens auch gespielt. Aber ich kam an einen Punkt nicht weiter. Was mir ein bisschen peinlich ist. Und ich habe auch im Internet nie nachgeguckt, wie ich weiterkomme und so weiter und so fort. Und ja, ich habe bestimmt schon so bis zu die Hälfte des Spiels gespielt. Und ja, irgendwann wusste ich einfach nicht mehr weiter. Finde ich eigentlich schade. Aber ist jetzt auch schon ein bisschen mehr. Geht weg. Und raffinierter Brecher. Ich hatte mir eigentlich nicht vorgenommen, so viel zu reden in diesem Part. Denn sonst gehört das ja, es wäre ja schon fast eine richtige Folge. Weil ich werde es so gut wie möglich sichtbar machen, dass das hier nun Filler ist. Naja, so, Liliumkugel. Aufleveln. Jude. So, du bekommst Stärke. Und mehr TP. Und Intelligenz. Und noch mehr Intelligenz. So, und Elise, du bekommst Intelligenz. Und TP. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das ist. Also lass mal das. oh, cool. Das kenne ich auch noch. Und die meisten Highlight. Aber erstmal TP. TP Priorität. Sie muss von sein. So, und ich möchte wieder Jude steuern. Die kann ich einfach besser steuern. So, komm her, Alvin. Verdammt. Verdammt. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier sagen soll im Moment. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich sagen soll. Ich könnte jetzt über Gott und die Welt diskutieren, aber nee. Da habe ich eine zu etwas komische Ansicht von der allgemeinen Welt. So, einfach Monster platt machen und fertig. Wer weiß, vielleicht mache ich auch 2 Parts hier raus. Aber ich möchte das ungern offscreen erledigen. Ich meine, ey. Ich habe genug Zeit, immer ein paar hochzuladen. Da kann ich auch ein paar hochladen, wo nichts passiert. Obwohl das eigentlich bei den meisten Parts, die ich hochlade, der Fall ist. Du brauchst dich ja nicht angucken. Aua. Nein. Scheiße. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Zack, und ich immer nur den gleichen Angriff einsetzen. Ich könnte Cerberus-Schlag einsetzen, genau. Damit dazu ein Erdangriff. Ja, nicht. Und zack, Luftfeuer. Das hat geführt, war sehr effektiv. Erwin, hilf mir mal. Komm, und du sterb.
Einfach ganz schnell durch. So, mehr Gegner, ich brauche mehr Gegners. Mehr Gegners. So. Hey, ich wollte noch Dinge einsetzen. Verdammt. Egal, er war schon gut genug. Da freue ich mich schon, wenn wir irgendwann Mystic Art haben. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann Mystic Art. Und das wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Zack. Und wir bekommen irgendwie voll wenig Erfahrungspunkte. Warum? Gut ist, ich kann mich hier jederzeit rausporten aus diesem Gebiet. Also muss ich den ganzen Weg wieder raushören. Wieso kommt mir so vor, als würden wir viel stärker sein und viel besser spielen? Also ich viel besser spielen. Dabei spiele ich hier die ganze Zeit, als würde ich vorausgehen. Nur weil ich die Dinger hier einsetze, ne? So, nächstes Mal kaufe ich mir wahrscheinlich eine Ding, was 30% mehr Erfahrungspunkte gibt. Wie viel Geld haben wir? Ja, für Geld lohnt sich das nicht so. Hi. Zack. Und hep. Das könnte hier glatt ein Gameplay-Trailer sein eigentlich. Und zack. Luftfeuer. Und das hat voll gemacht. Und wie die einfach ihre Gegenstände wegballern. Kein Wunder, einfach so stark sind. Wir werden die ganze Zeit geheilt von denen, ne? Ich habe so das Gefühl, lohnt sich nicht so sehr. Ey, ah, hat gereicht gut. Upsala, wollte ich gar nicht. Geil. Wir waren vier Stück. Und wir haben nur 98 Erfahrungspunkte bekommen. Was ist das? Binderschüler. Okay. Ich glaube, das hat was mit diesem Serienkombo zu tun. Ja klar, die setzen hier die ganze Zeit Orangen mir ein. Kein Wunder, warum wir hier so Arschtritte verpassen. Ich glaube, wir bekommen auch von den Gegnern ja Orangengummis die ganze Zeit. Komm her, Falkensturm. Jetzt habe ich keine TP mehr. Wie das aussieht, wie ich so auf die Gegner hindüse. So, heilen wir uns. Mann, ich will den Angriff einsetzen, verdammt. Mann, verdammt, keine TP. Vielleicht ist der Part schon wieder vorbei. Oder das ist ja nicht eigentlich nicht wirklich ein Part. Das ist einfach nur ein Trainingssession. So, ich verdrück mich wieder von hier, nachdem ich das hier mitgenommen habe. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.